Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ja, wir sind jetzt hier in dem Wald, ne? Ich meine, ich habe vor 10 Minuten, glaube ich, oder so circa die letzte Aufnahme beendet. Bin auch zwischendurch mal schnell einen Kaffee geholt. Die Waschmaschine war gerade fertig. Das war ganz gut. Das Rumpligste haben wir jetzt nicht mitgekriegt. Wir wollen jetzt Sif besiegen, genau. Beziehungsweise ich werde erstmal kurz nach da vorne gehen. Also jetzt seht ihr hier, die sind alle jetzt voll freundlich, weil ich jetzt kurz mit der Katze gequatscht habe. Und dann gucken wir mal. Mal, was passt alles? Es sitzt nicht. Gefällt mir alles nicht. So. Dann gucken wir mal. So, hier werden gleich irgendwo ganz viele Grasbüschel kommen. Genau, du zum Beispiel. So. Das ist aber nur einer von vielen. Du bist auch einer. Aha. Schade. Also wenn man die halt erwischt, wenn die noch im Boden sind, dann macht man den ganz gut, also kann man die gleich hauen, ansonsten trifft man die erstmal nicht mehr. So, nein, nicht abhauen, oh nein, ich mag das nicht. Das ist jetzt schon wieder eine sehr, sehr ungünstige Situation, ich heile mich erstmal. Schnell weg. Das ist auch so, ich habe zwar gedrückt, aber ich war halt zu langsam, ne? Also der hat zu lange getrunken. Das ist irgendwie immer, wow, okay, die können durch Bäume durchschlagen und 20 Meter weit. Oh, Hilfe. Nein, 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 das war zu kurz. So. Hilfe. Oh. Ich drücke immer ausweichen. Ich sehe es immer, aber. Na, der ist so. Mein Charakter ist so langsam. So fett. Egal, nein, es geht ja eigentlich auch noch. Wenn einfach mal so realistisch betrachte, wenn ich da in der Situation wäre und sehe, oh, der schlägt und ich will ausweichen, aber bin gerade noch beim Schlagen, dann klappt das ja auch nicht. Würde ich einfach so behaupten. Aber ja. So, hier werden irgendwo noch ein paar rumlaufen. Bin ich ziemlich sicher. Da, ich hab's doch schon gehört. Ah, da hat er sich ausgegraben. Direkt neben mir. Ich bin quasi im Kreis um ihn rumgelaufen. Gut, warum auch nicht? Kann man mal machen. Da kriegen wir, glaube ich, jetzt diese östliche Rüstung. Oh Mann, ich bin immer zu kurz. Okay, der hat noch seine Richtung gedreht. Ich dachte, der ist auch noch auf dem Punkt von vorher fixiert. Schade. Immer zu kurz, immer zu kurz. Das ist ärgerlich. Ich denke halt einfach, mein Schwert ist größer, als es tatsächlich ist. Ich renne erstmal weg. So. So viel zum Thema Defensivtaktik oder ähnliches, aber ich, keine Ahnung, ich will halt nicht alle auf einmal, das ist doof, das, nee, das macht man so nicht. Das ist so krass, wie die sich noch mitdrehen, also eigentlich ist es nicht so krass, vor allem, weil ich halt auch viel zu früh mich weggerollt habe. Kann ich eigentlich noch verstehen, dass die nachjustieren können. Nervig finde ich es trotzdem. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder 5 Estus-Flakons bei denen verbraucht und das ist schon eine ganze Menge. Dafür, dass sie halt sonst nicht so viel können. Also, na, geht's halt so, ne? So. Okay, das ist der Sprintangriff, der ist ja ganz cool. So, wo ist der dritte? Da oben. Da sprinten wir jetzt schnell hin. Und bevor er überhaupt reagieren kann, zack, mit der Rückhand. Genau so. Liegt hier noch ein Item drin? Ja, aber ein Bubikopf ist hier noch. Putz. So. Das ist jetzt gerade die Katze, die Lärm macht. Die kleine Katze, die ist halt, wie gesagt, noch nicht, also weder kastriert noch sterilisiert. Wo kommt er her? Da kommt er her. Und ist wahrscheinlich gerade auf Partnersuche. Alle anderen Katzen im Haus sind das allerdings, also ja, fällt dir das halt ein bisschen schwerer. Naja. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist halt so. Ich dachte gerade, da läuft schon wieder eine Katze. Kätzchen im Hintergrund rum, meine Güte. Ich wusste nicht genau, was ich sagen wollte, dann wollte ich das irgendwie verniedlichen und dann ist es noch schlimmer geworden. Also, nicht so der beste Plan. So, hier ist doch bestimmt auch noch ein Item. Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, muss man wieder ein bisschen gerader sitzen. Okay, da ist. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwo einer ist. Alter, wie kannst du mich noch erwischen? Das ist ja frech. So. Huch. Ich habe da mal kurz so ein bisschen Menschlichkeit weggehustet. Huch, das wollte ich aber nicht. Na gut, ist also, ja, ich benutze halt jetzt Menschlichkeit zum. Wow! Wo kommst du denn her, mein Freund? Ist doch nicht so nett. Hust, hust! Huch! Was ist da denn für ein Item? Wo ist das? Was ist das? Warum habe ich das nicht? So. Oder ist das nur die Blume? Es könnte auch einfach nur die Blume sein. Ich glaube, es ist nur die Blume. Oder ist es ganz woanders? Das ist, glaube ich, da der Runtergang zum Tal. Ja, da
Müssen wir jetzt noch nicht hin. Wir werden erstmal Siff machen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, also wenn wir schon mal hier sind, werde ich vielleicht dann doch gleich noch die Hydra. Also heute nicht mehr, nee. Heute wird. Das wird, glaube ich, auch die letzte Aufnahme für heute. Die letzte Folge, die ich heute aufnehme, weil ich dann nachher noch ein bisschen Krams machen muss. Und so weiter und so fort. Man kann ja auch nicht den lieben langen Sonntag nur zocken. Also ja, es ist heute Sonntag. Heute ist der 24.3. Verrückt. Schon wieder fast ein Vierteljahr rum, ne? Stellt euch das vor. Das ist so crazy. So, hier gibt es ein paar Gegner, die ich. Ich glaube, das sind irgendwie so die Gegner, die ich so mit am wenigsten mag, weil ich einfach zu dumm für die bin. Und zwar diese Riesenpilze. Ich weiß, die können. Naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich können die einfach nichts, aber ich komme mit der. Komme ich so rum? Ne, andersrum. Mit der Movement irgendwie nicht so gut klar. Und ich kann die nicht stunnen mit meinen Schlägen. Weil die halt so. Ja, keine Ahnung. Und die bolzen halt ordentlich durch. Wenn da mich einer erwischt, dann bin ich sofort tot. Das weiß ich jetzt schon. Oh, die Steinrüstung. Sieht die cool aus? Ich glaube, die sieht auch nicht so cool. Die sieht auch nicht so cool aus. Bei irgendeiner Rüstung ist die östliche Rüstung, ist glaube ich auch nicht so. Aber wir können schon mal einen coolen Hut aufsetzen, oder? Wenn er nicht zu schwer ist. Was tut er denn? Aber ich will den mal kurz absetzen. Ich will halt auch nicht zu viel tatsächlich, aber so einen coolen Hut. Das können wir lassen. Das finde ich stylisch. Vom Gewicht her sollte es ja auch noch gehen. Und das wird ja sowieso noch, also das Gewicht, was ich ja tragen kann, wird ja sowieso noch erhöht. Durch meine Level-Ups. So, die kleinen Pilze. Ich wusste gar nicht, dass man die backstabben kann. Bis mir das dann irgendwann mal aufgefallen ist. Okay, das war jetzt. Ich wusste es nicht, bis ich es dann irgendwann wusste. Geile Aussage. Wenn wir selbst auf die Schulter klopfen. Ist auch voll krass, weil die Kamera so schief ist, dann wirkt es, als ob meine rechte Schulter viel höher ist als meine linke. Tatsächlich, wenn ich so gucke, ich habe schon eine ziemlich schlechte Haltung und meine rechte Schulter ist meistens irgendwie immer viel tiefer als die linke. Ich habe das Gefühl, oh, Schlückchen Kaffee, bis er ankommt. Ich mag Kaffee. So. Kann man den wegstemmen? Nee. Und die haben halt auch ziemlich viel Leben. Also die finde ich halt einfach sehr nervig, die Gegner. Weil die halt auch noch. Ja, siehst du den zweiten Schlag? Ich wusste das, hab irgendwie erwartet, dass da noch einer kommt. Und dann, weiß nicht, braucht er doch so ewig und dann. Oh, das ist so ärgerlich, ne? So ein bisschen. Manchmal macht er ja auch nur einen Schlag. Und den konnte ich auf jeden Fall gerade nicht backstabben. Ah, da war ich wieder zu langsam. Wer kommt da angelaufen? Oder ist einfach nur so ein kleiner Pilz? Okay, das geht dann. Die können im Zweifel auch angreifen, sind aber, glaube ich, auch eher passiv. Auf jeden Fall finde ich sehr interessant, dass ich den großen, dass ich den Einschlag aushalte. Siehst du mal, weißt du, wie. Selbst die kleinen Pilze sind krass Tanks, krasse Tankse. Wenn ich den nicht backstabben würde, also wenn ich einen nicht gebackstabbt hätte, hätte ich halt auch zwei Schläge gebraucht. Offenkundig. Ich kann durch den Baum hauen, das ist schon mal gut. Kommt jetzt der zweite noch? Ne, wieder nicht. Das weiß man halt immer nicht so genau, aber ich glaube, der zweite kommt nur, wenn man einfach vor ihm stehen bleibt. Wenn man so schön blöd ist, so wie ich. Da ist ein ängstlicher Pilz. Ach ne, der wollte mich gerade angreifen, weil ich ihn schon angegriffen habe. Oh, was macht der denn für ein Geräusch, der Arme? Armer kleiner Bubikopf. So, greif an. Ja. Kommt der zweite auch noch? Nee, heute nicht. Problem ist halt, der braucht zwar sehr lange für seine Angriffe, aber ich schaffe es in der Zeit nicht wirklich anzugreifen. Okay, er schlägt mich durch, ist gut. Oder wieder wegzuräumen, weil meine Angriffe auch ziemlich langsam sind. So, von denen kriegt man immer hier so Goldharz. Unseren Krams, genau. So, wo bist du, kleiner Pilz? Dich kriegen wir doch, genau. Ja, tut mir leid, aber was weg muss, muss weg. So. Jetzt will ich noch den groß, den zweiten, ne? Ich glaube, hier kriege ich irgendwie eine blaue Scholle oder irgendwie sowas kriege ich hier, meine ich. Oder eine rote? Ne, ich glaube, eine blaue eher. Und wenn ich einfach nur so rangehe, dann. Warte mal. Wie viel Damage machen denn die Bomben? Geht eigentlich. Nicht wirklich viel, aber gut, sind ja auch nur die schwachen Bomben. Aber da ich die gerade noch in der Leiste habe, kann ich die auch einfach mal wegballern, wa? Ich meine, wenn ich jetzt die 7 Bomben reinpacke, dann bin ich bei 840 Damage. Das sind so 2,5 Schläge. Klar brauche ich die halt weniger. Katze, nerv nicht. Ich muss gerade Pilze töten. Habe ich noch andere Bomben? Mal ein bisschen weiter zurücklaufen. Noch andere Bomben? Nee, wa?
Oh, dann eben nicht. Brrr, Katze, ja, Katze. Dich auch gern. Ja. Oh. Ich dachte tatsächlich, ich wäre außerhalb seiner Reichweite, offenkundig. So, hier hätte ich mich immer mit Menschlichkeit hoch, weil die beiden Tränke hätte ich so oder so gebraucht. Ach, Katze, du nervst, du bist laut. Katze, ich hab dich doch auch gern, aber nicht jetzt. So. Okay, ich dachte jetzt tatsächlich, hier holt noch zum zweiten aus. Das sah irgendwie erst so aus. Zu kurz. Ich brauche ein längeres Schwert. Oh, da ist schon wieder ein kleiner Pilz. Spawnen die irgendwie unendlich? Kann das sein? Immer wieder nach. Ich meine, der läuft jetzt nur vorbei, aber ich hatte irgendwie trotzdem Angst, dass der interferiert. Deshalb muss er sterben. Vielleicht will er doch sein Papi helfen kommen. Oh, der macht doch wirklich so ein quäkiges Geräusch, ey. Wenn man, na. Armer kleiner Bubi-Pilzkopf. So. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da noch ausweichen kann. Aber Backstabben kann ich hier nicht, ne? Schade eigentlich. Würde sich bei ihm halt voll anbieten, weil man da echt gut rumlaufen kann. Ich wette, parieren kann man die. Weiß ich nicht. Ich würde es halt vielleicht. Na, ich glaube, ich will es lieber nicht ausprobieren. Weil wenn ich es ausprobiere, dann sterbe ich bestimmt. So, jetzt habe ich tatsächlich kaum noch Leben. Also ich habe noch zwei Esus-Flakons, das ist, dabei ist es geblieben. Drei Menschlichkeit. Gut, ich habe theoretisch fünfmal die Möglichkeit, mich zu heilen. Das könnte. Warte, ich hole mir erstmal die Scholle. Das könnte für Sif reichen, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Was ich ja meistens tue, wie wir schon festgestellt haben. Andere Seite, okay. Aber ja. Ah ne, die blaue Glut kriegen wir ja. Okay. Ich dachte, ich kriege. Ah ne, das ist dann, glaube ich. Okay, ist egal. Ist egal, ich habe wieder falsch gedacht. So, ich werde jetzt doch noch nicht den ganzen Wald erkunden, weil ich jetzt so viel gerne legen würde. Was ich allerdings tue, ich habe gerade nur gehört, das Tapsen der Pilze, aber für die 50 Seelen lohnt sich das nicht. Und danach werde ich dann außenrum gehen, also unten rum, werde dann da die Hydra versuchen zu legen. Wahrscheinlich, wie gesagt, heute nicht mehr. Und dann von der anderen Seite hier noch den restlichen Krams des Waldes erkunden. Dann haben wir hier alles abgegrast. Und ja, habe ich eigentlich. Katzi, ja, ist doch gut. Brrp, brrp, brrp. Oh, mit ihr kann man sich auch unterhalten, sehr schön. So, sorry, musste sein. Ich habe leider noch immer keine Funkeltitaniten mehr. Ich würde halt gerne mein Schwert verstärken, offenkundig. So, ja gut, jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Zeit. Und dann ja. Dann gucken wir mal, was das jetzt hier mit Sif wird. Wie gesagt, wird. Eigentlich, ja, sind die alle nicht so schwer, aber ich stelle mich halt immer dumm an. So, den Ring kann ich mir schon mal holen. Ohne dazu. Och, Katze! Ich wette, das hört man ziemlich laut. Aber es geht ja ums Spiel. So. Dann gucken wir uns das doch mal an. Schönes großes Schwert. Hätte ich gern. Sehr auch witzig, wenn man sich das Schwert dann später macht, dann ist es ja viel kleiner. Es ist halt auf die Größe angepasst. Klar, passt und so, aber. Fände ich irgendwie cooler, wenn nicht so wäre. So. Hallo Sif, mein Freund, wie geht's dir? Armed and ready? Okay. Los geht's. Ach, Katze, jammer nicht. Okay, so viel zum Thema gut anstellen. Das mit dem unter seinem Bein durchspringen hat schon mal nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wette, ich sterb jetzt. Okay, das ging einigermaßen. So wollte ich das. Ah, ich sehe nichts, Leute, ich sehe nichts. Jetzt war ich gerade wieder sehr panisch und hektisch, wie ihr vielleicht gemerkt habt. So kann das ja nichts werden. Aber er hat schon Respekt vor mir, wie man sieht. Soll der auch haben. Aber ich auch vor ihm. Shit. Ist ja das Problem, irgendwie dauert das Trinken auch so lange, ne? Wow, okay. Nicht gut, wenn man reinrollt. Oh, jetzt habe ich auch schon so viel Humanity. 19 Stück hatte ich jetzt. Okay, aber ich komme jetzt eigentlich tatsächlich durch. Ich muss die Pilze ja nicht nochmal besiegen. Warum stelle ich mich dann immer nur so dumm an? Vor allem, wenn ich aufnehme. Das ist doch so zum Kotzen. Das ist so peinlich, ist das vor allem. Ja, Katze, siehst du auch so. Genau. Traurig und peinlich. Egal, ja, dann werden wir heute nur Sif legen. Da werde ich wohl noch. Alter, Katze!
Werde ich wohl noch ein paar Versuche brauchen. Das Problem, wenn ich einmal wieder kurz Aufmerksamkeit schenke, dann wird sie wieder die ganze Zeit rummaunzen. Ich sage dir. Das ist genau wie mit Kindern. Gut, ist ja auch noch fast ein Kind. Weiß nicht. Ab wann sind denn Katzen wirklich ausgewachsen? Wahrscheinlich so. Eigentlich erst so nach 2 Jahren richtig, oder? Ich weiß nicht. Ja klar, hier gebärfähiges Alter und so weiter und so fort. Aber es ist ja bei Kittys auch schon, also bei Menschenkindern ja auch schon früher. Hatte ich auch neulich wieder irgendwo nur mal so eine Überschrift gelesen oder so. Ich habe mir den Artikel angeguckt. Da stand dann irgendwie, dass man eigentlich wirklich erwachsen erst so mit Ende 20, Anfang 30 wird. Und dann auch noch so mit ja, Mitte 20 oder hat in den 20ern irgendwie noch so seine kindlichen Jahre trotzdem noch irgendwie hat. Klar, man verhält sich oft noch unvernünftig. Müsste jetzt. So, ich muss nur schnell weg. Ich brauche halt unbedingt mein Krams. Das ist halt wichtig. Oh, weißt du, beim Zurückspringen gibt ja auch nochmal mit. Sehr verrückt. Vielleicht sollte ich den nicht anvisieren. Weil sonst treffe ich. Okay, vielleicht sollte ich ihn anvisieren. Aber. Ob mein Siff. Alter, ich sollte ihn vielleicht anvisieren. Ob mein Siff eigentlich parieren kann? Ich will es tatsächlich wieder nicht ausprobieren, weil ich das ja nicht kann. Oh, ich dachte immer noch, ich habe gerade noch einen zweiten Schlag gesetzt, aber irgendwie nicht. Okay, den Schlag habe ich auch nicht erwartet. Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Ha! Sachen gibt's. So, jetzt haben wir hier kurz Zeit, zwischen seinen Beinen zu trinken. Wenn man beim Zurückspringen trifft, dann kriegt er ja auch mehr Damage rein. Das ist ja auch, wenn man selber rollt, kriegt man ja auch mehr Damage rein, wenn die einen dann noch trotzdem treffen. So, grundsätzlich, wie gesagt, ist es ja eigentlich nicht so schwer. Das merkt man ja schon hier, ne? Wenn du einfach nur nah genug dran stehst und dich nicht so dumm anstellst wie ich. Okay, das ist sowieso immer die Prämisse, nicht so dumm anstellen wie ich. Aber komm. So. Sag mal, drei Schläge brauchen wir noch, dann haben wir ihn. Ja, vielleicht auch vier. Ja, vier Schläge. Lieber nochmal heilen. So. Okay. Das würde jetzt wieder knapp. Oh Mann, ich. Warum bin ich nicht weiter zum Eingang gelaufen? Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg nach da hinten laufen. Mann, ich stelle mich immer so blöd an. Jetzt war ich nicht nah genug dran. Ich wollte tatsächlich gerade trinken, habe gerade die Taste gedrückt. Aber dann war es dann zu spät. Kann man da nicht irgendwie so ein kleines Portal hin öffnen oder so? Wäre schon cooler. Naja, was soll's. Gesagt, zum Glück sind jetzt hier nicht so die Gegner, die ich zwingend besiegen muss. Das ist ja auch ganz interessant beim zweiten Dark Souls. Das fand ich dann erstmal ein bisschen verwirrend und alles. Ach, ich muss irgendwie echt so. Ich muss irgendwie. Ah, ich weiß auch nicht. Alles nicht so optimal hier. Alles nicht optimal. Da ist ja, wenn du. Hatte ich bestimmt auch schon mal erzählt und wisst ihr eh alles, aber wenn man da ein Gebiet öfter mal durchläuft, irgendwann spawnen die Gegner im nicht mehr nach so 10 bis 15 Runden, glaube ich. Das hatte ich bei Dark Souls 2. Das erste Mal gemerkt beim Schmelzer-Dämon, weil ich da anfangs sehr, sehr häufig gestorben bin. Ja. Das war schon ein bisschen krass. Aber, und dann waren dann halt irgendwann die ersten Ritter nicht mehr da, die man immer besiegen musste. Ist halt auch ein ganz interessantes Konzept und auch, dass man dann die Leuchtfeuer kindeln kann, dass die dann also zum nächsten Level werden. Dass man dann quasi, ne? Das ist vielleicht ein bisschen umständlich erklärt. Okay, ich dachte, ich bin ausgewichen. So, jetzt erstmal wichtig. Ich muss erstmal mein Leben bewahren. Damit ich mir da hinten meinen Kram holen kann. Falsche Richtung, scheiße. So viel dazu. Das waren jetzt erstmal schön 19 Humanity. Das ist ärgerlich. Und das bei Sif, weißt du. Oh, wie mich das ankotzt. Egal, das ist halt schön, Dark Souls. Meine, klar, 10.000 Seelen waren es auch noch, aber das wäre vielleicht halt ein Level, das geht halt. Mich stören halt echt die 19 Humanity so richtig.
Vor allem, weil ich mich auch vorher noch die ganze Zeit damit geheilt hatte, weil ich nichts anderes hatte. Klar, selber schuld und so. So, warte mal, gucken wir mal. Wir werden mal. Okay, eigentlich brauche ich den Heimkehrknochen doch noch. Ich habe hier so ein paar Twin Humanities zum Heilen. Ach Mann. Ach Kinders, warum stelle ich mich denn so blöde an? Könnt ihr mir das mal verraten? Das wäre super. Vor allem, weil du halt irgendwie 3 Minuten zu dem hinläufst, jetzt übertrieben gesagt natürlich. Aber jetzt muss ich. Hey, jetzt muss ich mich nicht mehr darum kümmern, meine Seelen einzusammeln. Jetzt kann ich den gleich plätten. Ich werde jetzt klappt's beim First Try. So, nach dem Motto. Ach Mann. Mann, Mann, Mann. Das darf man eigentlich auch alles gar nicht hochladen. Das ist, nee, nicht gut. Na ja, na ja. So. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber eine Minute bin ich bestimmt gelaufen, oder? Also so 40 Sekunden, doch, eine Minute kommt schon hin. So, Stamina ist voll. Dann komm mal her, Sif. So. Jetzt gehen wir hier mal ein bisschen mehr reckless ran. Oder werden wir einfach hier in der Ecke eingesperrt? Oder auch nicht, aber krass. Ja, ist ja immer so, wenn man nicht mehr darauf achten muss, dann geht das ja immer, ne? Typisch. Dann klappt das auf einmal. Schön noch einen auf die Schnauze mitgeben. Und fertig. Mein Gott, ey, warum hat das beim ersten Mal nicht so geklappt? Alles schön und gut. So, wow, ja, mein. So, den Ring von da hinten haben wir ja schon, ne? Wie wir sehen, kriegen wir hier 20.000 oder so bestimmt auch nochmal, oder? 40.000. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. So, jetzt haben wir nochmal. Wir haben sogar noch ein paar Minuten Zeit. Mann, ich musste mich nicht mal heilen. Oh, ist das ärgerlich. Ich glaube, ich gehe jetzt doch nochmal so rum. Aber ich überlege gerade. Eigentlich lohnt sich das wirklich nicht, glaube ich, für mich. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Also klar, ich könnte jetzt die Katzen plätten und sowas alles. Ah, ich glaube, ich plätte die jetzt noch. Vielleicht, wenn die mich nicht plätten. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Okay, das war jetzt ein bisschen abrupt, dass der Wasserfall aufgehört hat. Aber ich werde auf jeden Fall nicht hier die Leiter runtergehen, weil von hier aus die Hydra habe ich noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. So, wo bist du, mein Freund? Wo kommst du angestiefelt? Nirgendwo? Okay. Nee, ich glaube, ich werde jetzt. Ich glaube, ich mache die Katzen echt von der anderen Seite. Deshalb gehen wir nach Hause. So. Mann, war das ärgerlich mit der Menschlichkeit. Das ist. Das ist halt das Einzige, was wirklich stört, weil Seelen kannst. Okay, Menschlichkeit kannst du auch farmen, aber das dauert halt länger. So. Hier ein, da zwei. Und dann wieder ein auf Kondition. Gut. Wir haben schon mal 40 Stärke, das ist schon mal gut. Ich werde mir trotzdem schon mal Humanity reinpfeifen. Einfach wegen der Beutehäufigkeit. Ja, auf 6 kommen wir wenigstens. Also ich werde halt immer einen überlassen. Den brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr so. Genau, ich hatte damals immer, wenn ich mal irgendwie wieder Humanity gefarmt habe oder so, kann man halt in einem DLC ganz gut. Da habe ich dann immer einen übergelassen, damit ich nicht immer wieder neu in die Leiste packen musste. Deshalb habe ich da, war das immer so mein Gedanke. Ah ja. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Ja, gucken wir mal, wie schnell wir jetzt unten sind. Wenn ich. Probieren wir gleich die Hydra nochmal. Aber die ist halt. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Beißt er mich tot? Er beißt mich tot. So viel zu dem Thema. Ja, Mensch, ich habe gerade wieder neue 6 Humanity. Die können ja gleich wieder verballert werden. Oh, ist ja ärgerlich. Nein, komm. Ich wollte jetzt halt da nicht wegräumen, weil dann wäre ich runtergefallen, auch gestorben. Macht halt nicht den Unterschied. Ob mich nur der Gegner kriegt oder die. Finde ich zumindest. Je nachdem halt, wie lange ich jetzt bei der Hydra brauche. Nee, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas mit der Hydra, die machen wir jetzt noch irgendwie. Oder wollen wir noch versuchen. Kann halt auch wieder, oder wird halt wahrscheinlich auch heute wieder nicht klappen. Und danach gehen wir dann regulär erstmal weiter. Nach Blighttown, aber das wird nicht mehr heute eine Aufnahmesession sein. Das mach. Ach, ich dachte, du greifst noch mehr. Was bist denn du für ein Arsch? So. Aber egal.
Ganz ohne Fails geht es ja sowieso nicht und Ultra-Fail und ich wollte halt eigentlich auch schon die vierte Folge Mega-Fail nennen, weil ich da ja alles abgebrochen habe und alles gefailt hatte. Aber jetzt kommt die ja auch noch näher. Nein, 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 sehr nah dran, weil ich halt meine Humanity verloren habe. Das Ganze ist, könnte man ja auch eher ein Let's Fail nennen, denke ich mal. So. Quatsch, falsch rum. Wäre gleich der nächste Fail gewesen. So, ja, hier hat man ja schon mal sonst alles abgeklärt. Da hinten wäre gleich der Leuchtekäfer gewesen. Deshalb werde ich jetzt nochmal schnell zum Bonfire runterlaufen. Sonst habe ich hier kein nichts weiter vergessen. Na gut. Und dann, ja, werde ich wie gesagt versuchen, die Hydra zu legen. Ich denke mal, das sollte heute noch drin sein. Ansonsten. Ja, eigentlich, wenn ich schon mal hier bin, müsste ich danach dann auch eigentlich doch nochmal versuchen, den scheiß untoten Drachen da unten zu besiegen. Sorry für die Ausdrücke. Aber ich habe mich halt so dumm angestellt und deshalb ist halt der Drache schuld. Nein, bin natürlich ich dran schuld. Später kommt man da nochmal. Ist immer schlimm, mein Satzanfang ist halt immer ein. Später kommt man dann ja nochmal zu einem zweiten untoten Drachen. Und der ist halt voll easy zu besiegen. Aber da ist halt irgendwie die Lage besser, habe ich so das Gefühl. So, einmal kurz rasten bitte. Goody toody. So, ja, geht weiter. Nee, komm. Scheiße. Ich werde das aber auch echt nicht los, ne? Also das ist halt doch schon eine ziemlich schlechte Angewohnheit. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen konditionieren. Und die meisten, also. Ich hatte das, da hatte ich auch immer mal irgendwie so gelesen oder gehört oder so. Du kannst dich halt so ein bisschen selbst konditionieren, wenn du dir irgendwie so ein Gummiband oder sowas um den Arm schnallst. Und immer wenn du halt die Sachen machst, die du nicht machen willst, dann schnüpfst du dich halt kurz. Fände ich, also wäre glaube ich so der Ansatz, den ich auch dann versuchen würde. Denn, ja, keine Ahnung. Warum nicht? Wenn es halt klappt, tut mir jetzt nicht so sehr weh, sage ich mal. Ein Kumpel hatte dazu mal gesagt, ja, warum denn immer so negative Konditionierung, warum nicht mit Belohnungen und sowas. Gut, bei mir ist halt auch oft dieses und und so, weil ich halt oft die Worte nicht finde. Ich hab halt, hatte ich ja irgendwie neulich schon mal erklärt. Nee, aber das mit dem negativ konditionieren oder keine Ahnung, Bestrafung konditionieren. Keine Ahnung, ich glaube, das klappt einfach besser. Wenn ich mir das irgendwie selber mit so Süßigkeiten oder sonst was, ich mag keine Süßigkeiten, aber mit irgendwas, wo ich Bock drauf hätte. Und mich dann damit irgendwie so Kleinigkeiten belohnen könnte, wenn ich mal was nicht mache. Ich glaube, das funktioniert nicht. Muss eher. Weil da muss ich ja. Dann habe ich ja quasi den doppelten Denkweg, oder? Ich muss halt aktiv denken, das nicht zu tun. Dran denken, das nicht zu tun. Oh, die Hydra erwischt mich hier schon. Das ist aber. Macht gar nicht so viel Damage, wie ich gedacht habe. Das ist aber nicht so gut. Aber sie erwischt auch den da hinten. Ey! Dass du mich aber hier triffst, ist sehr frech. Aber ja, komm. Das war auch, als ich hier das erste Mal war, da bin ich erst ewig nicht zu der Hydra hingekommen. Und dann wollte ich mit Pfeil und Bogen abschießen. Und dann habe ich mich da halt schön hingestellt. Und so weiter und so fort, habe die anvisiert. Und du musst ja die Köpfe treffen. Ich habe die Köpfe halt nicht getroffen, weil ich immer nur noch anvisiert und so. Und mit dem Feuerball, oder keine Ahnung. So. Ich habe jetzt aber halt Angst, näher ranzugehen, weil da hinten noch der Golem ist. Hat er mich gesehen, kommt er rüber, das wäre gut, dann kann ich ihn hier legen. Und kann mich dann auf die Hydra konzentrieren. Sieht aber so aus, als ob er mich gesehen hätte, obwohl er ziemlich langsam herläuft. So. Ja, doch, ich finde schon, ich habe schon einen ganz coolen Hut auf. Jetzt brauche ich nur noch irgendwas anderes, was cool an Klamotten aussieht. Wenn nicht, ziehe ich mir auch irgendwie nur Hosen an oder sowas und bin dann so krasser Babbo, der Oberkörper frei durch die Gegend stiefelt. Meine bringt halt so als Hülle auch nur so bedingt. Oder. Ey, dass er mich da erwischt, war wieder frech. So, kurz heilen und dann rennen wir mal schnell ran. Gucken mal, dass wir hinkommen. Ich glaube, also ich kann es nicht, ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich. Ja, passt zum Beispiel nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich relativ wichtig, dass man relativ von schnell von oben nach unten läuft. Damit dann die Wasserteile nicht so schnell treffen und dann überall drüber fliegen. Funktioniert ja auch nur mäßig. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier machen. Das ist tatsächlich ein Gegner, wo ich sonst meistens irgendwie mich
blockend hingestellt habe. Genau deshalb. Also halt meistens nur mit dem Schwert geblockt habe. Aber müsst ihr auch so gehen. So, einen Kopf haben wir schon mal, ne? So. Okay, er hat mich noch erwischt. Schade. Ah, funktioniert schon mal spitze. Kein Leben mehr, also sind wir gleich tot. Scheiße, wir sind ja wirklich tot. Gerade hat er mich nicht so heftig erwischt. Vielleicht machen wir die Hydro. Das ist schon wieder eine halbe Stunde, ne? Wir könnten Hydro auch nächstes Mal machen. Aber ne, komm, also wir starten jetzt einen Versuch und danach ist dann Ende. Ja, Eva, da sind auch wieder 2 Minuten vorbei und immer nach unten ist. Aber ich würde halt gerne versuchen, die Hydra zu legen, hoch, ohne mein Schild zu benutzen. Oder ohne mit dem Schwert zu blocken. Sonst war ich ja immer mit dem Riesenschwert oder so und dann habe ich halt auch mal geblockt. Geht halt ein bisschen Damage durch und so, aber eigentlich mag ich das nicht. Das ist, nee. Wenn ich schon so spiele, dann muss ich das auch durchziehen. So, na, weißt du, so Kompromisskrams ist halt irgendwie. Ist halt vielleicht nötig, aber nee, komm. Wir machen das jetzt einfach so. Oder versuchen das einfach so. Und wenn ich dabei meine Humanity verliere, dann ist es halt meine Schuld, weil ich stur bin. Aber ich bin halt ein sehr, sehr sturer Mensch. Glaube ich. Also es dauert erst, ehe ich mich quasi zu irgendwie so die Meinung zu irgendwas gemacht habe und so. Dann bin ich auch noch voll flexibel und so. Aber sobald ich dann einmal, dann bin ich sehr, sehr stur. Nicht unbedingt eine gute Eigenschaft, aber das ist halt einfach so. So. 2 haben wir schon mal. Ja gut, ich musste halt auch schon wegen des Wassers von Spucken, musste ich halt schon so viel Dingsens benutzen. Estus Flakons. So, trefft mich nicht. Komm her. So. Oh, weg, 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 weg. Und tot. So, letzter noch da hinten. Mhm. Jetzt laufen wir auch mal wieder hoch. Vielleicht klappt das auch. Gut. Schon mal geklappt. Und wir haben ihn halt getriggert. Das ist das Wichtigste. Lass dich treffen. Ja. Genau, so hatte ich die anfangs dann auch mal irgendwann besiegt, weil ich immer so ewig gebraucht habe, die tot zu kriegen. Dann habe ich ihn dann auch einfach immer ja, von der Hydra abschießen lassen. So. Jetzt müssen wir nach unten kommen. Dann gucken wir mal. Möglichst wenig vom Wasser getroffen werden. Einmal wird sie wohl noch schießen. Aber weil deutlich drüber. Ja, so meinte ich das vorhin. So klappt das einigermaßen. Denke ich so. Also eigentlich muss man hier mit Schild sein, aber eigentlich will ich nicht. Ich kann jetzt nochmal kurz gucken. Bis wohin gehen die Köpfe? Wir haben schon mal einen. Gut. Das ist schon mal gut. Ja, das habe ich nämlich befürchtet, wenn ich zu schnell hochgehe, dann wird er wieder nur Wasser schießen. Jetzt schon wieder. Mein Gott. Warum trinkt ihr denn auch so ewig? Kannst du nicht irgendwie eine Spritze setzen oder so? Hab ich den Kopf erwischt bestimmt. So. Ja, ich glaube schon. Nummer 3. Irgendwann ist halt nervig, wenn nur noch 1, 2 Köpfe da sind. Und dann muss man halt immer zu denen hinlaufen. Okay, nicht erwischt. Trinken, 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 trinken. Schnell, schnell, schnell. Weg, 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 weg. So. Nein, daneben. Scheiße. Das ist ärgerlich. Das Gute ist, dass ich quasi noch, also, dass ich noch so gut am Anfang bin, dass es mit dem Schwert ausreicht, einen Kopf zu treffen, dann ist er tot. Da reicht das einmal Treffen dann aus. So, letzter Kopf. Ne, 2 Köpfe sind noch okay. So, war's das? Ne, einen Kopf haben wir noch. Okay. Letzter Kopf, komm her. Nein, 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 nein. Komm her, Kopf. So, da ist er und. Nein, 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 nein. Hat gereicht, hat gereicht. So. Sehr schön. Das war in Ordnung. Das wird's auch beim ersten Mal sein können. So, ja, seht ihr schon, so stark ist das nicht. Jetzt laufe ich doch nochmal kurz nach oben, leg noch die Katzen oder versuch das. Mal sehen, wie das halt wird.
Was mir jetzt auch gerade so einfällt, ich hoffe, es stört euch auch nicht, es ist jetzt eh egal, zu spät, wenn ihr bis hierhin guckt habt, stört es euch auch nicht, dass die Folgen halt so lang sind. Aber ich finde halt, also, weiß ich nicht, da ich das jetzt hier auch bei Dark Souls so mache, dass ich dann immer extra An- und Abmod mache und so Krams, finde ich, passt das halt einfach besser, wenn du halt nur so 10 Minuten rumläufst, schafft man ja nicht wirklich was. Wenn ich jetzt hier nach 10 Minuten aufgehört hätte, hätte ich da Sif einmal, wäre ich einmal von Sif gestorben und dann fertig. Oder wenn ich das halt wie bei Minecraft einfach dann in 15 Minuten Parts teile. Finde ich halt bei Minecraft immer noch, mache ich halt einfach weiter so, weil da passiert nicht so interessantes Krams, dass man das nicht machen sollte, tun könnte und so weiter und so fort. Das ist einfach so, ja, die Sache, wo ich das so mache, ansonsten eher nicht so. Und was ich dann auch hier jetzt wirklich demnächst mal wieder in Angriff nehmen muss, was ich ja schon seit Ewigkeiten sage, ist Mass Effect. Ne? Ich hatte mir auch irgendwann schon mal eine Karte rausgesucht von dem Sternsystem, um zu gucken, um dann abstreichen zu können, wo ich überall war. Die werde ich dann auch nochmal benutzen. Werde ich vielleicht dann mal irgendwie ausdrucken, hier mit dem Stift sitzen und dann abkreuzen, wo ich schon war. Ich habe ja eben, wie gesagt, auch keine Ahnung von der Spielwelt und sonst was, und es ist lange her. So. Darum gehen muss ich nicht, da war ich schon. Und jetzt gehen wir kurz nach hier. Jetzt könnte ich hier natürlich auch nochmal sterben, das könnte auch passieren. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann reicht das für die Aufnahme, und wenn ich jetzt nicht sterbe, dann reicht das natürlich auch für die Aufnahme. Aber dann ist die auf jeden Fall ein bisschen länger. So, kommst du? Wo bist du? Da bist du. Machen wir mal ganz einfach, ich bleibe halt erstmal hier. Ja, ich muss gerade überlegen, ich komme dann nachher ein runter oder zwei? Ich glaube, danach kommen zwei runter. Ich würde tatsächlich lieber die Einzelnen besiegen. Und ich weiß halt nicht, wenn ich den jetzt hier so direkt offen gegenüber trete, ob dann nicht irgendwie die anderen gleich runtergesprungen kommen. Das wäre halt ungünstig. Los, komm her. Jetzt rennt er erstmal wieder weg, nimmt sich Anlauf. Das letzte Viech werde ich dann nach Möglichkeit da oben besiegen und nicht hier zwischen den Bäumen. Trau dich. Du willst es doch auch. Ich meine, sogar die kann man stunnen, wenn man die zwei, dreimal schlägt. Ist jetzt aber auch irrelevant. Sollte jetzt nicht so der Ansporn sein. Oh, weißt du, wie unglaublich ich nicht gerade sitze. Ja, war kein guter Satz, aber Aussage müsste, glaube ich, stimmen. So, ich glaube, ich brauche noch drei Schläge für ihn. Kommt er angerollt? Kommt er? Los, komm, ja. Ja, sag ich doch. Drei Schläge, so. Einen haben wir platt. Zwei Folgen noch. Von da oben, genau. Es sind doch zwei, oder? Wenn jetzt nur einer kommt, wäre gut. Dann kann ich ein bisschen besser mit ihm kämpfen. Ne, da sind zwei, gut. Dann werde ich erstmal versuchen, einen Platz zu machen und dann den zweiten zu kriegen. Und beim zweiten kann ich mich dann vielleicht mal ein bisschen mehr auf offenen Kampf konzentrieren. Na los, komm her. Kommt her, von mir aus. Los, trau dich. Also ich finde es halt echt ganz praktisch, hier so zwischen den Bäumen zu stehen. Habt ihr ja gemerkt, wenn die dann angerollt kommen und so. Och, jetzt warten die beide da hinten. Da kommen die ja nicht durch, weil die so dick sind. Na, wer traut sich? Okay, zu kurz. Habe ich mit gerechnet. Ey, ich hab doch... Oh, ich wollte den Fokus auf den setzen. Hat aber nicht geklappt, weil der Baum im Weg war. So. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie eine Schwachstelle haben, dass man den irgendwie auch so Schwert in den Hintern stecken kann oder so wie bei dem Wildschwein. Will ich jetzt aber auch nicht ausprobieren. Okay, die Folge wird tatsächlich ziemlich lang. Jetzt schon knapp 40 Minuten. Ja, vielleicht nochmal ein, zwei Minuten, wie gesagt, abziehen, aber... Ich stelle mich ja auch gerade nicht gut an. Deshalb dauert das halt ein bisschen. Siehst du, ich kann ja sogar mit einem Schlag stunnen. Ist ja schon mal gut. Mit dem auch nochmal. So. Komm. Nein, 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 nein. Jetzt kommt der letzte angerollt. So. Na los, komm her. So. Jetzt haben wir den letzten auch noch. Okay, das habe ich jetzt, habe ich mich ein bisschen erschrocken, aber auch wie gesehen, wie ich zusammengezuckt bin.
Und ja, habe ich halt irgendwie durch den Nebel des Sterbenden andere nicht gesehen, dass er da war. So, okay. Das müsste jetzt alles passen. Jetzt haben wir das Gebiet hier so gut wie geklärt. Das heißt, wir können nach Hause. Ich brauche halt unbedingt Heimkehrknochen, ne? Ich habe jetzt keine mehr. Ich benutze sie halt auch einfach zu gerne. Ich bin halt gerne faul. So. Ja, ein Level reicht noch. So, und danach müssen wir wieder Stärke 2 und so weiter. Ja, genau, ihr kennt das ja. Ihr kennt ja das Spiel. So, ich gucke noch mal kurz, ich habe ja sogar noch ein paar Seelen. Ich kann sogar noch mal auf leveln. Das finde ich halt auch gut, wenigstens die Neuerung, dass man jetzt halt auch. Oh, das reicht sogar schon fast, oder? So, kriegen wir noch mal. Ja, gucken wir noch mal, wie viel Seelen wir noch zusammenkriegen. Da kriege ich jetzt 2000 jeweils. Ne, okay. Bei einem kriege ich wahrscheinlich irgendwie 3000, glaube ich. Wie viele Seelen habe ich? Ne, 3000 und 5000, wenn es hochkommt, bin ich bei. Ne, reicht nicht, okay. Dann lassen wir das so. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Das war. Nein, komm, ciao. So, reicht.